Guten Abend, meine lieben Zuschauer, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon Schwert mit mir, dem lieben Zwanke. Ja, beim letzten Mal musste ich mich mit dem Angestellten prügeln, um einen Schlüssel zu kriegen, um zum Rose Tower zu gelangen, wo wir jetzt vorstehen. Wir wollen nämlich den Champ selbst retten. Der wird hier aus unbekannten Gründen festgehalten. Der sieht voll finster aus im Vergleich zu außen. Aber wunderschöne Rosen auf dem Boden. Okay. Ich gehe mal davon aus, dass es nicht geht. Ich will nicht 100 Stärkwerke hochkrabbeln. Warum? Ihr seid eindeutig die Bösen. Oh, vom Makrokosmos wieder. Ich habe das richtige Pokémon schon am Start. Auf geht's, Inferno-Pot. Feuerpeitsche. Ernsthaft, nur Metallsound? Junge, ich bin gegen sowas immun. Ich habe Pulverrauch. Man kann meine Statuswerte nicht senken. Man kann sie erhöhen, aber man kann sie nicht senken. Ich mache euch halt alle arm. Wahrscheinlich ganz oben. Wir kommen ganz sicher nicht damit direkt ans Ziel. Was ist eigentlich mit der Frau hier? Ein Moment übrigens. Eine Sache muss hier eben gemacht werden. So. Ich kann doch nicht mit einem halbtoten Pokémon da hoch. Let's go. Bitte sag nicht, dass ich jedes Stockwerk einzeln hoch muss. Also klar, der wird irgendwo zwischenhalten. Ja, sind wir auch noch nicht. Oh, Doppelkampf. Okay, dann werde ich euch jetzt beide hier fertig machen. Super. Dann los. Ich mache den einen fertig und du den anderen, okay, Hopp? Mona und Joel. Junge, habe ich's leicht. Aber kann Hopp bitte ein anderes Pokémon als Wolok benutzen? Das dauert so doch nur noch länger. Ich mach Kumfanti fertig, das ist viel leichter zu besiegen. Bronzong hält nämlich was aus. Da habe ich es lieber, wenn beide draufgehen. Und nicht nur einer. Außerdem hole ich mir natürlich noch das Level-Up vorher. Ist ja wohl klar. Hau ruhig eine Verteidigung hoch, das bringt ja auch nichts. Body Slam. Auch wenn es nichts bringt. Junge, das ist ein Stahlvieh. Kann ich einen anderen Teampartner haben, bitte? War übrigens schlau, deine Verteidigung zu erhöhen. Ach, das war der falsche Sondersender. Ich gebe dir noch mal meine Peitsche. Ich peitsche dich aus. Wahrscheinlich muss ich alle 10 Etagen ungefähr irgendwen von denen bekämpfen.
Ich hoffe, dass Hopp meine Pokémon zwischenhält. Wäre nett. Wenn ich oben ankomme und meine Pokémon nämlich alle halb tot sind, ist das scheiße. Ja, wenigstens das. Doch, Hopp und Marie haben mir deutlich mehr zugefügt, als ihr beide es je konntet. Okay. Wofür? Sicherheitshalber die Lichtwände. Ja, wir werden einige Kämpfer bis oben haben. Dein Swallow hat überhaupt nichts gemacht. Also nichts Sinnvolles. Der labert mir jetzt wieder wahrscheinlich nur ab. Ach so, dann kommt jetzt wahrscheinlich nur noch von rechts auch noch einer. Ja, ich wette, dass jetzt noch zwei Kämpfe kommen. Einmal der und der darauf folgende. Und danach kommt nur noch der Kampf mit Rose selber. Georgia? Hat deine Mutter dich gehasst? Ich mache am besten das Klicke die Klack kaputt. Damit Swallow bloß nicht auf das geht, was komplett ein Stahlvieh ist. Bei Flunkiefer hat er wenigstens noch eine andere Möglichkeit. Aber... Nee, Klick-Klack. Geh auf Flunkiefer. Du kannst Klick-Klack doch überhaupt nichts machen. Hopp, bist du eigentlich geistig zurückgeblieben? Im Ernst jetzt? Ihr macht den Kampf nur länger. Ich wäre schneller, wenn ich alleine Doppelkampf machen würde. Ich mache eine Feuerpeitsche und die sind weg. Ja, der macht nur Body Slam und macht so gut wie keinen Schaden, weil das einfach nur Stahlviecher sind. Ich teile jedes Mal einen One-Hit aus. Was auch richtig so ist. Ich hoffe, dass ich, bevor ich auf Rose treffe, nochmal zwischenspeichern kann. Ja, toll. Jetzt kommt ihr auch noch mit Versicherung. Okay. Wusste ich nicht, dass das eine solche Strecke ergibt, aber auch gut. Natürlich kommt eine Versicherung nicht für Niederlagen auf. Ja, von rechts kommen jetzt wahrscheinlich noch welche. Wenigstens werden meine Pokémon tatsächlich zwischengeheilt. Und die nächsten kommen von rechts. Wusste ich's doch. Wir überfallen den doch nicht. Bitte nehmt irgendwas anderes als ein Stahlvieh, damit Hopp mal was anständig machen kann. Ein Stahlos. Und ein Flunschlick. Aber wollte mich recht veralbern. Ich will ein anderer Mate. Bitte. Ich will nur einen anderen Teampartner. Hopp, du machst mich fertig. Du warst als Gegner anstrengender als als Teampartner. Und wo nicht andersrum. Weißt du, als Gegner warst du wenigstens anständig. Du hast vier andere Pokémon. Drei andere Pokémon. Ich zähle das eine Giftvieh mal ab. Die hier deutlich mehr ausrichten könnten als dein scheiß Zwollock. Ich bring das gleich selber um. Wirklich, ich denke mir einfach nur geistig behindert. Status kann ich auch nicht one-hitten.
Deswegen habe ich erst Flunschlick kaputt gemacht. Jetzt kommt er auch schon mit so Slam-Attacken. Sein Kopfstoß, warum hast du das nicht vorher gemacht? Hat auch eine deutlich bessere Wirkung, als wenn du den einfach nur paralysierst. Sein Kopfstoß hätte da deutlich mehr gebracht. Es gibt keine anständigen Mates. Er beschwert sich und sagt mir was Schönes. Auch tolle Logik. Ah, und jetzt kommt wahrscheinlich noch die gute alte Olivia. Sag ganz ehrlich, von der will ich nichts mehr. Die hat mir den Tag letztes Mal richtig verdorben. Und ich denke mal, nach Olivia kann ich nochmal eben abspeichern. Nee, ich kann jetzt schon abspeichern. Soll ich hier den Cut machen oder soll ich noch gegen Olivia? Ach komm, ich will einen anständigen Kampf heute. Kämpfe ich jetzt zusammen mit Hop gegen die oder kämpfe ich alleine? Ja, war ja auch nicht schwer. Hatten ja alle dieselben Typen. Er hätte Libalo einsetzen können, das hätte so viel gebracht. Ja. Musst du so aggressiv gucken? Junge, beruhig dich. Warum ist die so aggressiv? Frostdagger. Okay. Das kann ich easy down kriegen. Frostdagger ist ein Eis-Psycho. Das weiß ich. Oder was ein Eisgeist? Eins von beiden. Egal, es ist tot. Also braucht es mich nie weiter zu interessieren. Ich sag ja, Frostdagger ist easy down. Ganz einfach. Ich nehme Feuerpeitsche und verletze es. Hast du doch gerade gesehen, oder nicht? Milotic. Ich zeige dir, was ich von Milotic halte. Ich friere es einfach ein. Ich steck's in den Gefriertrockner. Ich kann ja auch einen Dynamax machen, Leute. Und sie wird es höchstwahrscheinlich auch. Und tschüss. Eingefroren? Nein. Hätte ja sein können. Ich werde es mit einem Schlag vernichten. Auch wenn ich selber dabei Schmerzen erleiden werde, werde ich es um jeden Preis schaffen. Stromstoß! Seht ihr schon wieder, wie ich Blut spucke? Das hat wehgetan. Das hat wieder richtig hart gezwiebelt. Amphira, mach's mir noch leichter. Ich muss nicht mal wechseln. Hydropumpe. Okay, es will mich einäschern. Ich spüle es weg. Weg. Sag dich doch. Easy. Ich weiß nicht, was ein Froyal ist, aber es klingt nach einem Pflanzen-Pokémon. Also
Lieberlo, let's go! Mein Telefon klingelt wieder. Ach so, das war das. Ja, Feuerball. Nein! Lieberlo, du musst dir die Liebe aus dem Kopf schlagen, bitte. Sie scheint für dich zwar wunderschön zu sein, aber sie will nur deinen Tod. Hör auf mich! Es hat auf mich gehört. Ihn Fußball ins Gesicht zu treten ist viel verlockender, als sie abzuknutschen. Braves Lieberlo. So, und beim letzten macht sie ganz sicher einen Dynamax. Jetzt ist die Frage, was kommt? Deponitox. Ich habe kein Gift-Pokémon. Aber ich habe mein Inteleon. Damit kann ich eigentlich auch gut gegen Gift kämpfen. Jetzt wird sich zeigen, wer von uns der Stärkere ist. Ja, dann dreh doch durch. Scheinst du eh schon längst getan zu haben. Ich spüre den Müll einfach weg. Meine Haare flattern im Wind. Ja, habe ich doch selber gerade gemacht. Boah, jetzt sieht das aber auch richtig wie Müllberg aus. Jetzt habe ich noch einen Grund, das wegzuspülen. Der Müll muss weg. Alles weg. Es hat überlebt. Bin aber gespannt, was jetzt für eine spezielle Attacke kommt. Alter, bist du klein. Erdstoß. Wow. Das war jetzt aber nicht so stark. Und vor allen Dingen nicht mal speziell. Ganz ehrlich, hier, kriegst du nochmal deiner Dunkel. Piu, piu. Und tschüss. Okay, ich hab die Attacke überschätzt. Ich habe ehrlich gedacht, sie würde mehr ziehen. Das war eigene Dummheit. Okay. Giga-Gestank. Ergibt Sinn, dass das Vieh so eine Attacke hat. Aber ganz ehrlich, das juckt mich nicht. Ich spüre dich jetzt sicherheitshalber damit nochmal weg. Ich dachte mir, vielleicht macht die einen Hypertrank oder irgendwas in der Art. Und deiner Flut. Tschüss! Easy. Hätte ich zweimal deiner Flut gemacht, wäre es weg gewesen, bevor es diese Gestankattacke gemacht hätte. Aber ich muss den Kampf ja auch irgendwie spannend halten. Tja, die wurde besiegt. Kannst jetzt bitte wieder nicht mehr so aggressiv sein? Ja, weiß ich doch nicht. Okay. War aber nicht mein Inferno-Pot am Ende. Jetzt sehen wir noch das Finale.
Okay, ich weiß nicht, worum es geht. Es könnte theoretisch noch warten. Kriege ich danach wenigstens mein Essen noch? Er versteht es. Okay. Junge, du bist genauso verrückt wie alle bösen Typen vor dir. Bessere Zukunft für alle. Ja, danach wird er dir helfen. Danach. Ja, nur deswegen sind wir gekommen. Nicht, weil die Welt untergeht. Er wollte unter allen Umständen ja, dass wir wegbleiben. Okay. Ja, da wäre ich auch für. Ich will eh noch was zu essen. Ich bin dafür bereit. Ich gebe mich darüber eigentlich auch zufrieden. Ich dachte, wir hätten jetzt noch einen Kampf vor uns. Es steht eigentlich nur noch der Champion Cup an. Ja, ich auch. Weil ich trete ja auch selber an. Nee, nee, ich glaube, ich laufe selber. Ich gehöre zu den Guten. Danke, wenigstens eine ist nett zu mir. Super. Ich würde lieber selber laufen, um ehrlich zu sein. Nein, ich laufe lieber selber. Ich muss die ansprechen dafür. Ich speichere jetzt hier. Ja, Leute, das war auf jeden Fall eine ereignisreiche Folge. Ich würde sagen, wir machen hier auf jeden Fall beim nächsten Mal weiter. Beim nächsten Mal gibt es dann endlich den Champion Fight. Da bin ich schon gespannt. Und ich hoffe, wir sehen uns da wieder. Wenn ja, dass ihr da wieder dabei sein wollt, ihr kennt den Drill. Lasst einfach ein Abo da, aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr auch nichts. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, Leute.